Denn auch am heutigen Tag war klar, dass einer fehlte. Der Superstar der Christsozialen, ihr Mann, der in der Vergangenheit auf der politischen Bühne brillierte, glänzte nun mit Abwesenheit aus Gründen, die in der Partei noch lange nicht verdaut sind. Die größten Beifallstürme gab es dennoch für den abwesenden Karl Theodor zu Guttenberg. Ich möchte heute Danke sagen für die bisherige Arbeit, die Karl Theodor für unser Land und für die CSU geleistet hat. Parteichef Horst Seehofer wurde mit großem Applaus auf die Bühne förmlich getragen und kam schnell auf sein Lieblingsthema zu sprechen, die Integrationspolitik. Er betonte, dass Deutschland sich nicht vom türkischen Ministerpräsidenten Erdogan sagen lassen braucht, wie man mit religiösen Minderheiten umgehen müsse. Ich möchte in unsere bayerische Verfassung aufnehmen, dass Integration fördern und fordern bedeutet und dass zur Integration beim Fordern auch gehört, das Bekenntnis zu den grundlegenden Werten unserer Gemeinschaft und vor allem auch das Bekenntnis zu unserer deutschen Sprache, liebe Freunde. So werden wir die bayerische Verfassung ändern. Zwei weitere Punkte will Seehofer in die bayerische Verfassung schreiben lassen. Die Schaffung von gleichwertigen Lebensverhältnissen in ganz Bayern und die Verpflichtung auf einen ausgeglichenen Haushalt. Damit steuert er offensiv gegen die Kritik am Gutachten des Zukunftsrates. Vor rund 3.500 Besuchern betonte er die besondere Rolle Niederbayerns. Bayern hätte die Entwicklung in der Nachkriegsgeschichte niemals durchlaufen, wenn sich Niederbayern nicht zu einer Aufsteigerregion entwickelt hätte. Und liebe Freunde, das ist neben den richtigen politischen Entscheidungen in München vor allem das Ergebnis einer fleißigen, kraftvollen, kompetenten und kreativen Bevölkerung. Das ist die Leistung der Niederbayern. Und die werden wir auch weiter unterstützen. Doch das kreative Kapital allein reicht nicht aus. Die vom Zukunftsrat geforderten Leistungszentren sind schön und gut, doch für die Umsetzung fehlen die Fachkräfte. Uns geht es nicht um die akademische Bildung, um das Studium, das ist auch wichtig. Auch die Eliten sind wichtig. Aber liebe Freunde, uns geht es auch um die berufliche Bildung, um die handwerkliche Bildung. Wenn wir Elektroautos erforschen wollen und neue Speichertechnologien, brauchen wir auf der einen Seite Menschen, die forschen und ihren Gehirnschmalz einsetzen, um auf neue Lösungen zu kommen. Aber auf der anderen Seite brauchen wir dann auch Frauen und Männer, die in der Lage sind, solche Autos zu bauen, liebe Freunde. Wir dürfen nicht so weit kommen, dass wir alles wissen, aber nichts mehr tun können. Beides gehört zur Bildung. In einem ist sich die CSU traditionell einig. In Bayern sind sie der Motor. Und 50 plus steht dabei nicht für Sonntagsfahrten, sondern für Vollgas in eine erfolgreiche Zukunft.